Warum muss man ein Turbo bzw. einen Turbomotor warm und kalt fahren? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Und zwar habt ihr bestimmt schon den Begriff gehört, Turbo kalt fahren, Turbomotor warm fahren. Was dahinter steckt, will ich euch mal ein bisschen erläutern. Und zwar müssen wir das unterteilen in Motor und Turbolader warm fahren und natürlich in Turbo und Motor oder Turbolader und Motor kalt fahren. Fangen wir mal an mit dem ersten Topic, und zwar Motor und Turbolader warm fahren. Das ist relativ simpel, das werdet ihr auch wissen. Ich habe das schon in einigen unserer vergangenen Videos erwähnt, dass, ich sag mal, so ein Motor einen gewissen Betriebszustand hat, ab dem er dann optimal läuft, beziehungsweise ab dem er erst dann maximal beansprucht werden sollte. Das Öl ist sozusagen das Lebenselixier, um es mal so zu formulieren, das alle beweglichen, rotierenden Teile mit notwendiger Schmierung versorgt. Im Winter haben wir halt das Problem, dass das Öl kälter ist, also dickflüssiger, zäher ist. Das heißt, es braucht eine längere Zeit, bis es überall da angekommen ist, wo es hingehört. Deswegen sollte man grundsätzlich, unabhängig jetzt davon, im Winter sowieso, aber auch im Sommer, immer erst den Motor behutsam warm fahren, bis das Öl ungefähr 80 Grad erreicht hat. Da wäre natürlich eine Öltemperaturanzeige, ja, sehr wertvoll. Wer sowas nicht hat, kann sich ein bisschen natürlich auch an der Wassertemperatur richten. Die ist nämlich auch wichtig. Die sollte natürlich auch Minimum 80 Grad erreichen. Bei der Wassertemperatur ist zu beachten, dass das ein sehr grobes Schätzeisen ist, also das, was ihr im Kombi-Instrument seht, also vom Werk aus. Da ist nämlich eine gewisse Latenz verbaut, dass ihr nicht beunruhigt werdet, wenn die Wassertemperatur im Stop-and-Go-Verkehr mal schnell über 100 Grad geht und dann wieder runter auf 90. Das heißt, wenn die Nadel unten ist, einfach bitte nicht über 3000 Umdrehungen fahren. Macht ihr das nicht, riskiert ihr Beschädigungen an den rotierenden Teilen, weil das Öl eben überall noch nicht da ist, wo es hin soll oder auch noch nicht die Eigenschaften hat, die es haben muss. Wenn ihr die Betriebstemperatur erreicht habt, sind alle Bauteile, ich sage mal, ausreichend geschmiert. Alles wird perfekt über Öldruck zentriert, zum Beispiel bei gleitgelagerten Turboladern. Die Welle, die wird nämlich über den Öldruck zentriert. So, kommen wir jetzt zum zweiten Topic. Warum muss ich einen Turbolader, ich sage jetzt speziell Turbolader, auf den Motor gehe ich ja nur nebenbei ein, kalt fahren? Das gab es teilweise sogar damals schon als Hinweise bei einigen Fahrzeugherstellern im Handbuch oder als Aufkleber. Wir haben grundsätzlich immer eine Lagerung, die über Öl praktisch mit durch die Schmierung versorgt wird. Das Öl dient gleichzeitig auch als Kühlung. Und natürlich bei den meisten OEM-Turboladern hat man heutzutage auch noch zusätzlich eine Wasserkühlung. Denn ihr habt folgendes Phänomen. Stellt ihr den Motor immer betriebsheiß ab, dann fängt an, das Öl zu kochen. Also ihr habt ja richtig Temperatur, über 130, 140, 150 Grad in dieser Rumpfgruppe. Und wenn die Kühlung nicht mehr da ist, weil ihr den Motor ausstellt, dann habt ihr das Problem, dass das Öl anfängt zu verkucken. Und das Ganze sieht dann, ja, ihr seht hier diese kleinen Stückchen. Und genauso sieht das dann aus. Und diese Ölverkokungen werden relativ hart und führen dazu, ich hoffe, man sieht das hier, dass man hier kleine Riefen hat. Das heißt, es beschädigt die Lagerung. Es kann auch, ja, die Ölversorgung verstopfen, verschließen, ja. Und es sorgt auch dafür, dass diese Labyrinthabdichtung hier, hier ist jetzt eine doppelte Abdichtung, dass die schneller verschleißt. Das heißt, ihr beschädigt damit nicht nur den Läufer und das Lagergehäuse, sondern schlimmstenfalls können diese Stücke dann auch irgendwie in den Ölrücklauf in den Motor gelangen. Ihr habt zwar einen Ölfilter und noch einen Ölfiltersieb, aber man, ihr wisst ja selbst, egal welche Art und Weise, man will keine Verkokungen irgendwie im Motoröl haben. Dafür gibt es eben unter anderem die Wasserkühlung. Natürlich müsst ihr auch ein am besten vollsynthetisches Öl nehmen, ja, was extrem temperaturbelastbar ist. Und dann habt ihr auch diesen Effekt, sag ich mal, verringert der Ölverkokung, wenn ihr das Auto dann doch mal heiß abstellt. Nämlich, schönes Beispiel, Autobahn, gib ihm alles, die Tankreserve geht an.
Was macht man? Man fährt an die Tankstelle ran und macht den Motor sofort aus. Das Ding ist kochend heiß. Eigentlich müsstet ihr sozusagen, deshalb sage ich immer, nicht kalt laufen lassen. Das ist eigentlich falsch. So ein Motor wird im Stand nicht wirklich kalt. Besser wäre es, wenn man den Motor kalt fährt. Das heißt behutsam, am besten nicht über 2000 Umdrehungen. Ganz entspannt die Landstraße oder durch die Stadt, wo man wenig Ampeln hat. Vielleicht kennt man ja die eine oder andere Strecke. Und den da sozusagen nach der Autobahnabfahrt bisschen kalt fährt und dann erst an die Tankstelle ran. Genauso auch, wenn ihr es abends abstellt, bei euch in der Garage oder wie auch immer. Wie sowas aussieht, wenn sowas befolgt wird, seht ihr hier als Beispiel. Und zwar, schaut mal, ihr habt hier keine Riefen. Ja, nicht wundern, das sind hier nur Markierungen. Und auch hier überhaupt, der ist gebraucht. Das ist jetzt kein neuer Läufer. Und überhaupt keine Ölverkorkung. So sieht das aus, wenn man vollsynthetisches Öl nimmt und immer die Warm- und Kaltlauffahrzeiten, sage ich mal, einhält. Den haben wir jetzt nur bekommen, sozusagen, weil der Kunde in Stage 2 will. Das war vorher Serie. Ich zeige das jetzt nochmal hier kurz im Vergleich. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Hier die Ölverkorkung und hier nicht. Der ist auch nicht gereinigt. Ich habe den jetzt hier nicht geputzt oder wie auch immer und den nicht. Die sind so aus der Box rausgenommen. Gucken wir mal nochmal das Hitzeschutzblech an von dem hier, von dem Verkorkten. Da seht ihr auch schon hier so kleine Abriebe und so weiter. Auch das hier, das ist alles nicht Ruß, sondern das ist wirklich verkorktes Öl. Dementsprechend beachtet bitte, wenn ihr ein Turbofahrzeug habt, egal ob es Serie ist, leistungsgesteigert ist. Ich meine, bei den leistungsgesteigerten gehe ich sowieso aus, dass die Jungs das alles wissen. Aber in der OEM, es wird ja meist nicht vom Serviceverkäufer gesagt, ach so, übrigens, das ist jetzt hier ein 2 Liter TSI, da müssen Sie ein bisschen drauf achten. Ich würde Ihnen raten, vollsynthetisches Öl nicht Longlife zu nehmen und würde natürlich auf jeden Fall immer den Motor kalt und warm fahren. Das werden Sie nicht hören, weil die verdienen halt daran, dass die Sachen kaputt gehen und ihr zu in die Werkstatt müsst. Und nochmal ein zusätzlicher Hinweis. Ich habe vor einiger Zeit mal bei Kolbenschmidt in einem Datenblatt gelesen, da gab es den Hinweis über Motorschäden durch zu langes im Stand laufen lassen. Da wurde nämlich erklärt, dass man im Stand in der Regel zwar einen ausreichenden Öldruck hat, wenn der Motor aber schon einen gewissen Verschleiß hat oder die Ölpumpe, dann ist das nicht mehr 100% gewährleistet, dass der Öldruck genug ausreichend ist. Er ist immer noch ausreichend, dass der Öldruckschalter nicht schaltet, aber eigentlich schon zu wenig, um wirklich die Ölversorgung aufrechtzuerhalten. Das war sehr interessant, denn da wurde eben erklärt, wie im Stand die Lagerschalen sozusagen dadurch schneller verschlissen sind. Ein Motor lebt von Öldruck und entsprechenden Kalt- und Warmfahrphasen. Wenn ihr bei 35 Grad Außentemperatur nach der Autobahn das Auto auf dem Parkplatz laufen lasst, wird das nicht kühler. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr über das Thema Warm- und Kaltfahrphasen. Was ein Wort. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Ansonsten gilt wie immer, seid ihr noch nicht Abo, dann aktiviert den Abo-Button und vor allen Dingen auch diese komische Glocke, denn dann werdet ihr immer rechtzeitig über die neuesten Videos informiert. Bis bald, ciao.